Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Hier vom Silo. Wir sind gerade dabei, die letzten Weizen zu verladen, damit wir für die neue Ernte unsere Halle frei haben. Der Weizenpreis ist ja aktuell noch okay. Wir haben noch ca. 15 Tonnen. Es dürfte vielleicht gerade einen Abschieber voll geben. Das Zeug, was in der Halle drin ist. Weizenernte dauert ja wahrscheinlich einen Monat oder so. Aber ich denke mal, die Gerste-Ernte wird jetzt schon in den meisten Bundesländern so weit sein, dass es mit der Wintergerste bald losgeht. Und ich wollte noch schon zeigen, was wir gestern gemacht haben, Leute. Wir waren im Stream weiter dabei. Kurz. Jetzt ist da drin nur gerade die Pumpe am Laufen. Ja, ich glaube, ich kann es euch trotzdem kurz zeigen. Wobei. Hey, ich glaube, mit dem Lärm, das machen wir nachher. Das machen wir nachher. Warten wir, bis die Pumpe aus ist. Die haben auf jeden Fall, waren gestern Mechaniker da und haben uns diese externe Heizung eingebaut. Und haben sie oben einen Gülleschieber installieren müssen, den kann ich euch nachher gleich zeigen. Und haben unten eine externe Heizung eingebaut, dass die Frischgülle, was wir bekommen, dass die beheizt werden können. Jetzt sieht man ja gerade schön, wie mein Vati auflädt. Ich zähle jetzt noch ein paar Schritte und dann gehen wir Richtung Mühle. Und ja, Leute, zurzeit die Hitze ist einfach nur furchtbar. Ich kann das gar nicht ab, also mir ist das echt zu warm, zu allem gerade. Wir haben unser Arbeitspensum auf ein Minimum reduziert, wirklich nur das Nötigste. Wir haben unseren zweiten Schnitt jetzt komplett fertig, unseren ersten Schnitt komplett fertig. Da sieht man jetzt hier auch schön, wie die Silos voll geworden sind. Die ersten zwei sind gut voll geworden. Das da gibt dann der dritte Schnitt, weil aktuell durch die Hitze ist das ganze Gras. Ja, braucht man aktuell nicht mähen, weil da steht einfach nichts. Wenn wir jetzt mit dem Mähwerk losgehen würden, das wäre nur Diesel verschenkt. Und ich glaube, ihr wisst selber, der Diesel kostet gerade einfach zu viel, als dass man sagen würde, jo, mäht man halt trotzdem. Ne? Wäre jetzt bei einem Rinderbetrieb anders. Wenn du das Futter brauchst, aber wir haben ja noch fast ein Dreiviertel Silo voll. Oder mehr als ein Dreiviertel Silo. Von daher sind wir auf das zum Glück dieser nicht angewiesen. Genau. Was war die Woche noch? Wir waren DLG-Feldtage. Waren wir Mittwoch. War interessant, war witzig. Habe ich euch leider nicht mitgenommen. Ich habe die Kamera dabei gehabt, aber es war einfach so warm. Wir hatten dort auf den DLG-Feldtagen, ich glaube, 33, 34 Grad. Du bist im Endeffekt sind wir nur von Stand zu Stand gehuscht im Schatten. Hauptsache nicht in der Sonne stehen müssen. Und das war einfach zu heftig. Das war. Boah. Ich will nicht wissen, wie viele Leute da einen Hitzschlag gekriegt haben. Vor allem, ich habe noch nie so viele Leute mit Werbegeschenkhüten rumlaufen sehen. Und das aus völligem Verständnis. Völliges Verständnis. Und ja, so. Ich bin gerade nebenbei noch dran, meine Halle ein bisschen zu räumen. Aber dem Chaos Herr werden, das ist auch so eine Mammutaufgabe. Aber jetzt kann ich euch noch schon zeigen, hier, das ist der Restweizner. Kamera, aber geh schon. Das ist der Restweizner. Ist noch ein klein wenig Material ist noch drin. Jetzt muss ich euch ein Stückchen hier auf die Seite stellen. Jetzt schon den Halter hier ein bisschen einklappen. Ihr müsst schon den Besen nehmen, das schon wegfegen. Lassen wir vorne ein bisschen atmen. Also Juri.
Und wenn wir das jetzt heute nämlich wegfahren haben, ja, dann kann auch ich sagen, dass die Ernte 2021 abgeschlossen ist. Ja. Hier haben wir noch Zwickkalben. Wir haben ja noch Hühner. Ja? Wisst ihr ja. Kommt ja theoretisch in 2 Wochen unser neuer Hühnerstall. Und wir haben halt gesagt, wir halten noch einen ganzen Haufen Weizen hier auf dem Hof. Weil Weizen zukaufen, wenn du uns selber noch hast oder hättest, wäre ja der größte Schwachsinn, den man machen kann. Ich verstehe es nicht, wie manche Betriebe sowieso nur auf Kauffutter setzen, aber das muss ja jeder selber wissen. Wir haben uns berechnet, dass der einzigste wirkliche Kostenfaktor, was wir Geld einsparen können bei den Hühnern, ist das eigene Futter. Und deswegen machen wir eigentlich auch fast alles selber. Klar, wir füttern noch ein klein wenig genfreien Soja dazu. Aber das ist wirklich in der Zwischenzeit nur ein geringer Haufen. Und wer weiß, vielleicht machen wir das ab nächstes Jahr selber. Mal Soja probieren. Hey Marco, ja. Ist ja in der Zwischenzeit auch ein Trend, dass immer mehr selber Soja anbauen. Hey Marco! Ah, der Hund. Das ist auch für meinen Vater ein bisschen Slalomfahren angesagt. Na, ihr seht, links stehen, liegen noch die neuen Silofolien. Dann steht rechts unsere Gemüsesetzmaschine. Und dann links noch die Werkstatt noch dazu. Das ist ein Chaos hier. Aber hey, mein Gott, so ist es halt. Der Häcksler ist auch noch da. Der ist noch da, obwohl er eigentlich offiziell schon verkauft ist. Mal gucken, wann der wegkommt. Ja, ihr wisst, sobald der neue Schlepper da ist, geht der Häcksler weg. Aber so lange halten wir den noch da. Und ja, anscheinend soll er ja in 2 Wochen kommen. Aber bis jetzt habe ich noch nicht wirklich was gehört. Aber mein Händler hat schon gesagt, dass falls der Schlepper nicht kommen sollte, also zur Getreideernte, bräuchte ich ihn jetzt noch nicht unbedingt. Ich habe ja noch meinen 6R und meinen 6510er. Es wäre natürlich geil gewesen, wenn der jetzt zur Ernte schon da wäre, weil einfach Klimaanlage ist natürlich deutlich angenehmer zum Fahren. Und auch diese neue Schaltung, was der Schlepper drin hat, ist natürlich deutlich angenehmer. Aber mein Gott, wenn es so ist, dann ist es halt so, ne? Wir werden auf jeden Fall zum Mais häckseln, werden wir den neuen Schlepper haben. Und wenn es nicht mein neuer Schlepper ist, kriege ich auf jeden Fall einen Vorführer. Das habe ich mit meinem Händler schon ausgemacht. Weil er weiß halt aktuell auch nicht, wann der Schlepper geliefert werden kann. Ne? Emma! Da läuft eine Spinne. Rudolf! Geh diese Spinne jagen. Hey, ihr zwei, ja? Ich bin gerade runtergefallen. Ja, na einmal. Ja, feine, ne? Gudi. Ja, auch ein Fein. So. Wir haben letzte Woche die Abschlussbehandlung beim Spritzen gemacht. Der Weizen ist durch, der Mais ist durch. Da warten wir zum Endeffekt nur noch auf die Ernte. Wir sind gestern immer eine kleine AKF gemacht im Stream zusammen.
Der Weizen sieht bis jetzt gut aus, also ich schätze mal, da können wir mit 7 bis 8 Tonnen rechnen. Der Mais ist aktuell so fast 1 Meter hoch. Reihen sind dicht. Also der sieht bis jetzt auch gut aus. Und die wollen jetzt die nächsten 3 Tage wollen sie regnen. Wir hoffen, dass auch was kommt vom Regen. Die Böden sind völlig ausgedünstet gerade. Aber ist ja klar, nach einer Woche fast an die 35 Grad permanent. Das tut dem Boden einfach nicht gut. Ja. Und deswegen ist auch die Gerstenernte jetzt schon so weit, dass es bald losgeht. Ne? Dann würde ich sagen, ich glaube, ich melde mich noch mal kurz von der Mühle, wenn wir abgeschlossen haben oder wenn wir wieder hier auf dem Hof sind, dann zeige ich euch nachher noch die Heizung. Und dann sehen wir uns später. Ne? So Leute, ich hoffe, das geht von der Qualität her. Ich musste jetzt hier leider schon mit meinem Handy filmen, weil ich meine Kamera oben liegen lassen habe. Aber ich habe gesagt, ich lasse es euch trotzdem schon hier ein bisschen teilhaben über den Vlog. Was wir hier gerade machen, Leute, wir haben ja hier unsere Kühler, ne, den großen Kühler hier von unserer Biogasanlage. Und den tun wir jetzt aktuell gerade reinigen. Ja, so sieht das Ding von innen aus. Wie man sieht, ist da ein mächtiger Dampf drauf. Und wir tun den im Endeffekt, wir haben jetzt den Lüfter runtergeschraubt. Das gleiche machen wir hier drüben auch gleich. Abschalten, Lüfter runterschrauben, dann erstmal Frischwasser drauf geben, damit das Zeug ein bisschen angefeuchtet ist. Dann haben wir da so einen biologischen Reiniger, den wir da drauf sprühen, ein bisschen einwirken lassen, wobei das bei der Hitze brauchst du es nicht wirklich einwirken lassen, das Zeug zieht direkt ein. Und dann mit Wasser nochmal nachsprühen. Mein Vater tut jetzt gerade unten drunter. Tut jetzt gerade unten drunter nochmal mit Wasser. Von unten die Rippen putzen. Damit einfach die Temperaturspreizung wieder da ist. Ne? Man nennt es Spreizung. Das heißt, wie warm geht das Wasser in die Kühler rein, wie warm kommt es wieder raus. Und natürlich, je mehr Unterschied da dabei ist, desto effizienter sind die Kühler. Ne? Ist klar. Und genau, das machen wir jetzt gerade. Wie gesagt, mein Buddy ist da unten gerade noch zugange. So, sieht man kurz. Und genau, das ist jetzt Reinigung von den Kühlern. Das machen wir normalerweise 2-mal im Jahr. Einmal vor dem Herbst und einmal jetzt im Sommer, wo die Temperaturen halt echt abartig sind. Und ja, wir machen das jetzt noch entspannt. Und dann nehme ich euch noch das auf, was ihr gleich seht, oder was ihr gleich seht. Mit dem Weizen, wie leer es unsere Halle ist. Ja, in diesem Sinne, bis dann. So, Leute, die Pumpe ist aus. Wir haben ein klein wenig Ruhe. Es ist jetzt noch zu welchen Tag später. Ich bin nicht mehr gestern dazu gekommen. Aber jetzt kann ich das euch hier mal zeigen, was wir gemacht haben und wegen was. Na? Ihr seht jetzt hier diese vier Leitungen. Na? Um das zu verstehen, gehen wir ein Stück weiter nach hinten. Hier durch. So. Hier sieht alles noch ein bisschen scheiße aus im Einbau. Hier ist ein bisschen Gülle übergelaufen, aber das ist jetzt gerade egal. Zur Erklärung, damit ihr seht, was es mit dieser Leitung hier und mit diesem Heizgerät auf sich hat. Ja. Von oben unsere Frischgülle, die wir von dem Rindermaschbetrieb bekommen, kommt diese eine Leitung hier von unten hoch, geht hier in diese 2 Schieber rein. Da vorne ist ein T-Stück. Geht hier rein und kann dann verteilen den untere in den Nachgärer rein und der obere in den Vermender. Und wie ihr jetzt sehen könnt, die Leitung läuft hier lang und die ging dann von hier normalerweise da nach oben, also direkt in den Behälter rein. Und wir hatten jetzt das Problem, wenn wir jetzt im Winter da 8 oder 10 Grad warme Gülle einspeisen, zieht es im Winter die Temperatur zu tief runter. Deswegen ist die Leitung jetzt hier gekappt. Geht hier nach unten, geht da unten rein, muss dann durch diese 4 Heizleitungen durch, und wieder nach vorne, dann wieder zurück, und geht dann erst in den Behälter rein. Hat diesen geilen Effekt, hier oben wird noch die Heizung oben und unten angeschlossen. Das geht einfach nur von dem Heizkreislauf von da vorne, wo die Anlage normal beheizt. Geht es rein und dann wird die Gülle, was hier durchläuft, na, wie bei so einem ganz normalen Durchlauferhitzer, wird die hier warm gemacht. Na, also die Gülle, wo dann hier drin liegen bleibt, weil die Pumpe ja auch ausschaltet,
Die wird dann irgendwie auf 60 Grad hochgeheizt. Und sobald die Pumpe anläuft, geht natürlich dann die Gülle raus und die neue Gülle kommt rein und die wird dann auch wieder aufgeheizt. Und je nachdem, wie lange man die Pumpe laufen lässt, geht halt auch ein bisschen in niedriger Temperatur rein. Aber dadurch tun wir die Anlage nicht damit abkühlen, sondern eher noch hochheizen. Eigentlich werden solche Pumpen gern genommen, um einfach aus dem Vermender Material rauszuziehen, durchzuheizen und wieder rein. Damit du einfach eine bessere Heizwirkung im Vermender drin hast. Aber das geht bei uns ein bisschen schwierig. Ja? Für das Licht hier mal, für den Schatten. Das geht bei uns halt schwierig. Und deswegen haben wir hier uns für so eine Variante entschieden. Die wird jetzt im Laufe des Monats oder nächsten Monat wird die angeschlossen noch, damit sie vor dem Winter auf jeden Fall heizen kann. Und ab dann kriegt unsere Anlage schön aufgewärmte Gülle. Ja? Jetzt habt ihr das auch mal gesehen. Jetzt gehen wir noch schön in die Halle runter. Gehen wir kurz in die Halle runter. So, wie man gerade sehen kann, jetzt sind wir schon mal in der Halle angekommen. Und hier hat sich jetzt auch schon einiges getan. Wir haben im Endeffekt noch das Häufchen Weizen hier noch drin liegen. Wobei das jetzt durch die Anlage durchkommt. Ja, das waren die ganzen Randstücke, was außen rum gelegen sind. Da ist meistens, wir haben leider da hinten im Eck ab und zu ein bisschen Mäuse drin. Das sollte natürlich nicht an die Mühle kommen. Deswegen wird das dann bei uns in die Anlage reingeschmissen. Sonst ist es soweit sauber. Wir haben die Ecken einigermaßen komplett sauber rausgekratzt. Ich muss jetzt noch von meinen Tauben da oben die Auffangfolien ausleeren. Da ist auch noch ein ganzen Haufen Vogelscheiße drin, beziehungsweise Taubenkot. Und wenn das dann hier runter ist, wird die ganze Halle hier nochmal ausgeblasen. Da vorne der Karto kommt noch weg, die Setzmaschine, die Silofolien und das Netz da vorne. Dann kommt alles raus. Hier da drüben wird wieder die Folie sauber gespannt. Die da hinten wird wieder sauber gespannt. Bei der Folie hier an der Seite müssen wir mal gucken, wie beschädigt die ist, weil da vorne ist es schon ganz im Zerrupf vom Drüberfahren. Aber dann kommt die auch wieder runter. Das sind einfach nur so ganz normale, so wie man so am Garten hat, solche U-Steine vom Garten, wo wir hier als Abzweigung reingemacht haben. Und ich weiß nicht, ob ich euch wahrscheinlich im Vlog habe ich euch das bestimmt noch nicht gesagt, warum wir zum Beispiel auf der Seite kein Weizen haben, dafür aber auf der Seite hier. Hat im Endeffekt gar nichts mit dem Tod zu tun. Das hat eher damit zu tun, wo wir damals hier Knochensteine gelegt haben in die Halle. Haben wir auf die linke Seite, also das geht, ich weiß nicht, ob man den Übergang noch sieht. Es kann ja sein, dass da genau unsere Mauer drauf steht. Auf jeden Fall haben wir auf der Seite hier, wo das Getreide liegt, ist komplett unter den Knochensteinen eine Folie. Die wurde komplett bis ganz nach vorne unter die Knochensteine gelegt, dass da keine Feuchte von unten hochziehen kann. Ja? Natürlich, wenn jetzt hier Wasser reinlaufen sollte, kann da auch kein Wasser drin versickern. Aber dadurch haben wir halt geschafft, dass zumindest hier von unten keine Feuchte kommt. Auf der Seite kann Feuchte kommen, auf der Seite nicht. Und deswegen haben wir nur die Seite mit Getreide gefüllt. Für die, die es jetzt gern wissen wollen, ich glaube, das Maximum, was wir hier reinbringen, sind 160 Tonnen Weizen. Circa 160 Tonnen Weizen. Das, was wir jetzt noch abgefahren haben mit dem Abschieber, das waren jetzt nochmal 15,5 Tonnen. Und da habe ich auch kleiner erfahren, Leute, ich habe gedacht, dass die Mühle, wo bei mir dann im Nachbarort ist, eigentlich eine recht kleine Mühle ist, aber dann hat er mir erzählt, dass die am Tag 120 Tonnen Weizen bzw. Weizen und Roggen verarbeiten. Da war ich kurz ein bisschen schockiert, weil wo ich mein Restweizen hier wegfahren habe, das waren 120 Tonnen oder sowas. Und hab gedacht, damit kommt er jetzt eine Woche aus. Ja, ein Scheiß. Das hat er an einem Tag kurz durchzogen durch seine Anlage. Da war ich ein bisschen schockiert. Wirklich schockiert. Aber gut, so ist es halt. Ne? Alter, wieso ist mein T-Shirt hier so rot? Na. Genau, auf jeden Fall. Soweit sind wir jetzt aktuell. Die nächsten Schritte hier, wie gesagt, die Folien anpassen. Damit es hier alles wieder dicht ist. Dann wird hier alles nochmal eingesprüht, das heißt der komplette Boden wird eingesprüht und die Wände und die Folien werden alle eingesprüht gegen Kornkäfer. Da gibt es extra ein Mittel, wo auch Lebensmittel geeignet ist. Man hatte früher eins, wo man sagt, okay, das sollst du dann halt das Getreide einen Monat lang nicht essen oder verfüttern.
Inzwischen gibt es da Lebensmittelverträgliche, wo du eigentlich keine Probleme damit hast, wo einfach nur die Käfer abhalten. Und das sind jetzt die nächsten Schritte. Und dann sind wir eigentlich so weit bereit zum Dreschen. Der Abschieber habe ich auch ein bisschen abdampft. Da ist noch ein ganzer Haufen Dreck drin, hängt vom Silieren. Und ich denke mal, wenn das Wetter gerade so bleibt, wir haben aktuell wieder um die 30 Grad, wenn das so bleibt, wird man wahrscheinlich der zweite Schnitt erst nach dem Dreschen ansetzen. Aktueller Stand. Ja, mein Hund, der läuft auch schon die ganze Zeit mit der raushängenden Zunge rum. In diesem Sinne, Leute, wünsche ich euch einen schönen Abend. Das war's für diesen Vlog. Ich werde das jetzt gleich noch direkt für euch schneiden. Und ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr auch schon im Erntefieber seid. Und vor allem, gerade in der aktuellen Situation, bei den hohen Preisen, lagert ihr ein oder nicht, beziehungsweise könnt ihr einlagern oder nicht. Weil das ist ein bisschen, ich bin da gerade auch mit dem Adrian drüber zum Diskutieren. Man weiß nicht, sie haben jetzt wieder angekündigt, dass Russland anscheinend doch eine super Ernte hat und wieder auf dem Markt verkauft. Wir wissen es nicht. Deswegen sind ja die Preise jetzt schon wieder gefallen. Ist ja wie immer vor der Ernte, irgendwo gibt es wieder Rekordernten. Das habe ich euch ja schon so oft erzählt, dass dieses Geschmuh wieder losgeht. Deswegen, dass bei der Ernte schön die Getreidepreise drückt werden. Und dann ist jetzt halt das Risiko, verkaufe ich alles bei der Ernte oder poker ich und versuche es doch übers Frühjahr. Ne? Letztes Jahr sind wir damit sehr gut gefahren, hatten damit 50% mehr Ertrag. Hätten wir bis vor einem Monat gewartet, hätten wir sogar 100% mehr Ertrag gehabt. Ist dieses Jahr schwierig, Leute. Es ist dieses Jahr schwierig. Aber mal gucken. Könnt ihr es ja in den Kommentaren diskutieren. Ne? In diesem Sinne, ich bin raus. Ciao.